Lufthansa macht weiteres Verschieben von Flugzeugen innerhalb der Lufthansa-Gruppe. Weiter geht es mit, was muss Lufthansa Miles & More tun, um dem Jahr 2022 gerecht zu werden? Wir haben heute den 8. Januar. Viele Fluggesellschaften haben schon was im Statusprogramm gemacht. Die Lufthansa ist still. Ein weiteres Thema, was wir haben, Mario, Katar. Fünfte Freiheit, sechste Freiheit, siebte Freiheit. Da müssen wir was erklären. Genau, die Freiheiten. Die Freiheiten in der Luftfahrt, werden wir drauf kommen. Du müsstest jetzt eigentlich Intro ab. Ich wollte gerade sagen, das Ganze aber nach dem Intro, also Intro ab. Läuft, geht los. Läuft. Auch nachdem der Hofmeister aus den USA erfolgreich seinen Weg zurück ins deutsche Land gefunden hat, gilt immer wieder der Abonnierbefehl. Denkt bitte dran, abonnieren, Glocke anmachen und ganz, ganz wichtig, kommentieren und liken für unseren Algorithmus. Wollen wir mit dem ersten Thema anfangen, Mario? Welches nehmen wir? Ja, darfst du dir heute eins aussuchen, weil Samstag ist. Ganz genau. Dann lass uns doch einfach anfangen mit dem Thema heiteres Ringelpitz bei Lufthansa ohne Anfassen. Flugzeuge werden verschoben, weil das geht relativ schnell. Ja. Die Austrian Airlines, die 319, die letzte ist ja weg von 7 Stück. Die Oscar Echo Lima Delta Echo, die geht zu den Freunden von der Lufthansa Cityline. Dann bei Air Dolomiti pausiert die weitere Flottenverschiebung. Die Embraer-Teilflotte sind nach wie vor im Einsatz für die Lufthansa. Heißt also, Air Dolomiti wartet drauf. Dann geht es weiter bei Edelweiss. Die haben auch ein Flugzeug verschoben. Und zwar, die haben sich nämlich 2 320er von der Swiss geholt. Und haben wir irgendwas vergessen an Flugzeugen, die verschoben? Ja, genau. Und eine 777. Und zwar wird die 777 wieder bei der Austrian Airlines reaktiviert. Das heißt also, die Oscar Echo Lima Papa Delta, eine 777-200ER, kommt wieder in den Dienst. Das war relativ unsexy und unspektakulär, aber wichtig. Warum? Damit man einfach mal sieht, wie so ein Flugzeug ja rumgereicht wird und man merkt, warum es wichtig ist, dass die Lackierungen ähnlicher werden. Das heißt also, deshalb ist ja alles genau weiß, damit es halt billiger ist für die Lufthansa. Ja, ja. Ist in der Tat so. Und mit einem dieser herumgereichten Stofftiere, mit dem A319, bin ich heute auch geflogen. Wollte auch schauen, ob der eventuell woanders herkam, aber da war nichts mehr zu sehen. Entweder war er tatsächlich ursprünglich für die Lufthansa ausgeliefert oder man hat ihn wirklich komplett auf Vordermann gebracht. Ja, ein spannendes Thema und da sollte Mario uns ein bisschen Erleuchtung geben. Ich denke mal, das ist wirklich dieses Luftverkehrsabkommen mit Katar. Also Emirates hat ja lange mal versucht, noch einen fünften Flughafen zu bekommen. Katar hat das irgendwie auch nie geschafft. Aber jetzt gibt es doch ein EU-Abkommen, Mario, zwischen der EU und Katar. Was heißt das an Auswirkungen für die Lufthansa? Ich würde sagen, für die Lufthansa bedeutet das vor allen Dingen mehr Konkurrenz in Europa. Denn das Luftverkehrsabkommen zwischen der EU und Katar bedeutet natürlich, dass Katar wesentlich einfacheren Zugang hier zu den EU-Mitgliedstaaten und damit auch natürlich nach Deutschland bekommt. Auf der anderen Seite dürfen alle EU-Luftfahrtunternehmen von jedem Flughafen der EU auch nach Katar Flüge anbieten und umgekehrt wiederum auch. Das bedeutet, wer sozusagen der Schnellste ist, kann natürlich die meisten Kunden und die meisten Passagiere sich greifen. Also Katar ist nicht mehr beschränkt auf nur wenige Flughäfen, sondern kann im Grunde jeden europäischen Flughafen damit anfliegen. Und das ist natürlich eine ziemlich komfortable Situation. Du bist ja ein profunder Kenner der Szene dort unten im Nahen Osten. Wie wird sich das, was meinst du, Mittleren Osten. Was wird Katar wohl ja aus dieser neuen Freiheit machen? Also ganz ehrlich, Thierry Antinori war ja damals bei Emirates und hat versucht, noch Berlin hinzubekommen. Hat ja nicht geklappt. Ja.
Daraufhin ist er jetzt bei Qatar und bei Qatar hatten sie ja auch, sind sie ja angeflogen, die Flughäfen Frankfurt, München und Berlin. Und er möchte natürlich, ja, dass man von Stuttgart aus, von allen Städten eigentlich nach Qatar fliegt und damit halt den Hub Qatar füttert und die dann wieder weiter in die Welt fliegen. Für einen Lufthansa ist das natürlich eine Riesenkatastrophe, ganz einfach deshalb, weil die Lufthansa natürlich nur ihre Kreuze Frankfurt, München, dann natürlich Wien, Zürich und Brüssel bespielen kann, weil sie können halt nicht einen Direktflug nach Doha anbieten, das macht ja auch keinen Sinn. Lufthansa fliegt, glaube ich, selber im Moment auch nicht mehr nach Doha, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Und deshalb machen die natürlich Stimmung. Es ist halt ein Preisverfall, der da droht. Und man muss natürlich auch sagen, es gab nur 5 Länder, das sind Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande und Deutschland, wo Qatar keine Rechte hatte, so wie sie jetzt haben. Das heißt also, es gibt nur 5 Länder, die das ändern müssen. Die Fluggesellschaften, komischerweise, waren natürlich in Belgien ist das und Frankreich, das ist alles so lokal dann gestützt worden für die KLM Air France, logischerweise. Niederlande war ja auch dabei, Alitalia hat Italien, Deutschland hat Lufthansa gesichert. Also daran sieht man ja noch, dass die größten Spieler an dem Markt natürlich da Lobbyismus betrieben haben mit ihren Heimatmärkten. Ja. Ist so. Alle anderen haben ja auch eigentlich keine Fluggesellschaften, wenn man ehrlich ist. Spanien vielleicht noch mit Iberia, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber das war es dann auch. Und man sieht ja zum Beispiel auch, was in Schweden passiert, in Stockholm zum Beispiel. In Stockholm ist ja mittlerweile auch Heckenbrand. Da fliegt Emirates, Qatar, Finnair, SAS. Ja. Lufthansa fängt an, mit der Eurowings da drin rumzufliegen, mit der 9. Freiheit, wie wir ja eben gelernt haben, dass du innerhalb desselben Landes fliegst, was du innerhalb der EU halt hast. So, und wenn wir jetzt einfach mal überlegen, wir können doch gar nicht als Lufthansa-Fanboys das akzeptieren, weil für uns heißt es doch einfach, dass die Lufthansa damit ruiniert wird durch den Wettbewerb, weil es natürlich nicht unbedingt die gleichen Bedingungen am Golf gibt, fängt natürlich mit selbst auferlegten, ich nenne das immer Selbstkastration, an, weil ich meine, es zwingt uns ja keiner Nachtflugverbot. Aber mit diesem Nachtflugverbot machen wir uns das Leben so unnötig schwer. Die 6 Stunden, also 25% vom Tag, dürfen wir in Deutschland nicht fliegen. In Katar 24 Stunden, 7 Tage die Woche, scheißegal, da geht das ab. So, damit haben wir dann Zumindest an den großen Kreuzen dürfen wir. Es gibt ja kleinere Flughäfen in Deutschland, wo wir schon 24 Stunden dürfen, aber die nützen der Lufthansa halt nur nichts. Ne? Ja gut, was willst du denn nach Köln? Was willst du denn nach Leipzig? Also ich meine, da willst du ja Hannover. Hannover. Überleg mal, wie oft sind wir bringt natürlich Köln diverted? Ja, aber wie oft sind wir denn nach Köln diverted und dann passiert dir gar nichts? Also ich meine, ich wette mit dir, wenn wir Köln ausbauen würden zu einem Luftverkehrskreuz, so wie es jetzt mit UPS und so weiter ist, und da würden wir Platz machen und alles, dann würde da auch ein Nachtflugverbot kommen. Wahrscheinlich. Ja, das ist schon absolut, absolut schwierig. Und nicht nur die Nachtflugverbote, unsere Luftverkehrssteuer und viele andere Regelungen, die es hier in Deutschland gibt, machen den eigenen Fluggesellschaften das Leben ziemlich schwer. Und ja, die anderen profitieren letztlich davon. Ja, wobei insbesondere, insbesondere halt jemand wie Qatar. Ja, genau. Wobei, ich habe ja heute die Luftverkehrssteuer der Belgier auch erklärt, mit 2 Euro, 4 Euro, 10 Euro. 10 Euro innerhalb von 500 Kilometern, 4 Euro über 500 Kilometer außerhalb der EU, 200 innerhalb der EU. Das sind am Ende auch 40 Millionen, beziehungsweise wenn man es in diesem Jahr erst einführt, sind es nur 30 Millionen ab 1. April. Also 10 Millionen pro Quartal. Und das ist schon Geld. Aber glaubst du wirklich, dass so 2 Euro einen Braten Fett machen? Eigentlich nicht. Aber was ein Braten Fett macht, ist, wenn die Qatar reinfällt. So ist das. Also das ist schon ziemlich heftig. Finde ich auch. Also ich denke mal, ihr solltet da unten in der Kommentarspalte reinschreiben, ob ihr das geil findet oder nicht. Aber lasst euch bitte nicht davon verleiten, dass ihr sagt, hey, Qatar ist eine geile Airline, Lufthansa hat es versucht, unterzugehen. Weil in dem Moment, wo die Lufthansa untergeht und die Qatar der einzige Marktteilnehmer ist, dann erhöhen die auch die Preise übrigens nur so ganz am Rande. Also natürlich. Ja, also soweit ich weiß, ist das Firmensymbol von Qatar kein rotes Kreuz und nichts Gemeinnütziges. Die wollen auch Geld verdienen. Ja, die sind knallhart, wenn es ums Geld verdienen geht. Also die sind alles andere als doof.
Wobei wir beim Thema doof sind. Das ist das zweite Thema, was heute auch so ein Schwerpunktthema ist. Und das ist, Lufthansa hat uns noch nicht mitgeteilt, wie das Statusjahr 2022 verläuft. Ja, und wir haben schon, ja, ich glaube, in der letzten Woche und auch schon im alten Jahr, das Thema begleitet uns ja schon ein bisschen. Und wir hatten ja irgendwie schon geahnt oder gehofft, dass da was kommt, weil alle anderen großen Luftfahrtgesellschaften in Europa haben ja im Grunde schon, die Hosen runterlassen kann man gar nicht sagen, aber haben sozusagen die ja, Kulanzregelungen schon veröffentlicht, sehr großzügig zum Teil. Nur die Lufthansa, von der hört man noch gar nichts. Also gar nichts. Also die Lufthansa. Und das ist echt wenig. Ja, die Lufthansa schweigt. Und Carsten Spohr hat ja gesagt, dass er einen Abriss der Buchungen hat und er hat das Wort Abriss benutzt. Ab Mitte Januar, das ist übrigens nächste Woche, nur so als Randinformation. Ja, ja. Und bis Februar, der Februar hat zwar natürlich 28 Tage, ist also 4 Wochen, aber es sind 6 Wochen kein Business. Und da müsste irgendetwas kommen. Da bringt es also nichts, wenn man ja diese ganzen Partner-Sales knallt, wobei teilweise Verfügbarkeiten ja auch schon im Bereich des Lächerlichen sind. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann lass uns einfach mal rekapitulieren. Was gab es letztes Jahr? Es gab letztes Jahr, das gab es im Februar, glaube ich, wurde es verkündet, gab es die 30.000 Statusmann über die Kreditkarte. 5.000, wenn du die Karte schon hattest und FTL, also Status hattest. Und dann pro 1 Euro Umsatz 2 Punkte bis maximal 25.000 Punkte. Das war das, was du bekommen hast. Ja. Dann doppelte Statusmeilen auf allen Flügen und Hornzirkelmeilen. Ja. Erneute Gutschrift der Hornzirkelmeilen aus 2019. Dann gab es nicht diese 2 Promotions noch, wo es einmal 7.000 Meilen und einmal 80.000. Im Sommer und im Herbst. Genau, im Sommer und im Herbst, ja. Ja, das war's. Gab es sonst noch was? Ich glaube, ich habe alles jetzt aufgezählt. Nee, das war es nach meiner Kenntnis auch. Und ich habe so ziemlich alles mitgenommen, weil ich es dann halt auch musste. Weil man war ja tatsächlich in Not. Ich meine, wir haben uns ja das ganze letzte und das vorletzte Jahr damit ja beschäftigt, dass man hätte gerne fliegen wollen, aber nicht können. Unsere amerikanischen Freunde haben ja schließlich auch erst im November wieder die Grenzen aufgemacht. Also insofern war die Not ja bei den Vielfliegern, die halt nur bestimmte Ziele haben, dienstlich wie privat, halt groß. Und insofern, und wir haben es ja auch mehrmals gesagt, die Aktionen, die Lufthansa da gefahren hat, waren ohne Frage gut und großzügig und sinnvoll. Insbesondere die Sache mit der Kreditkarte hat natürlich auch einen doppelten Effekt. Man bindet die Leute natürlich über die Kreditkarte natürlich dann auch an. Ist ja völlig okay, habe ich ja auch genutzt. Aber dass man jetzt sozusagen in dem zweiten Jahr dahinter überhaupt gar keinen Anschluss hat, sondern die Kunden wieder irgendwie im völlig Ungewissen lässt, ich weiß nicht, halte ich für schwierig, weil die Pandemie ist ja bei weitem nicht vorbei. Und der Luftverkehr hat sich zwar wieder ein bisschen in Richtung Normalität, aber vom Normalen ist er ja doch noch sehr weit weg. Ja, dann lass uns doch einfach mal gucken, was Mitbewerber machen. Also wenn man zum Beispiel bei der Air France KLM schaut, die sagen einfach ganz knallhart, Rollover-Meilen, die haben doppelte XP-Meilen, also diese qualifizierenden Meilen. Das ist auch der Goldstandard. Lufthansa vergleicht sich ja auch mit Air France. Ja. Dann British Airways, Qualifikation herabgesetzt. Dann United hat die Statushürden auch um 40% gesenkt. Scandinavian Airlines hat noch eine Vierfach-Promo, die dieses Jahr läuft, wobei die natürlich kein Kalenderjahr haben, sondern ein rollierendes System. Das heißt also, dass das immer 12 Monate läuft, egal wann der Qualifikationszeitraum also dann quasi nicht für alle Teilnehmer gleich ist. Und dann Delta hat das Statusjahr 21/22 zusammengesetzt oder zusammengefasst. Das war das Wort. Oh Gott. Zusammengefasst. Zusammengefasst. Ich bin ganz angefasst. Und damit ist das auch eine Reduktion um 50%. Nur die Lufthansa, da hört man nichts. Und ich erwarte von denen wirklich, dass die Aktionen zumindest aus dem letzten Jahr einfach wiederholt werden. Warum? Ganz einfach deshalb, weil dieses Jahr genau so angefangen hat wie letztes Jahr. Mit Omikron. Es gibt ja schon die nächste Variante, die kommt.
Und du kannst ja eh noch nicht einreisen. Hongkong funktioniert nicht, Thailand macht wieder zu, USA macht hoffentlich nicht zu, aber du musst trotzdem mit, also es ist einfach kein Spaß. Nee. Nein, es ist, selbst wenn du fliegst, es ist kein Spaß. Ich komme ja nur gerade frisch aus den USA, nur bin ich zumindest auf der Langstrecke nicht mit der Lufthansa geflogen, aber es macht ja auch wirklich keinen Spaß. Erstmal ist das Fliegen nicht schön, die ganze Zeit mit den Masken zu sitzen, weißt du selber. Ja. Dann der Service ist viel schlechter geworden, auch bei der Lufthansa, aus verständlichen Gründen, ohne Frage. Begrüßungsgetränke gibt es nicht mehr, viele andere Dinge, die nicht so laufen. Wie, also irgendwie muss man dann auch seine Stammkunden bei Laune halten. Da geht es meines Erachtens ja auch über den Statuserhalt hinaus. Aber das ist ja für die meisten ganz wichtig, denn man möchte ja dann, wenn es wieder zu normalen oder zur Normalität kommt, ja auch seine Privilegien gerne wieder haben, wenn man dienstlich, vor allem auch dienstlich unterwegs ist und nicht wieder ganz von vorne anfangen müssen. Ja, das ist halt einfach das Problem. Und was auch ein Problem sein wird, das muss man sich natürlich auch überlegen, dass der Vielflieger, der vor Covid der Vielflieger war, ist nicht der Vielflieger nach Covid. Also nicht, weil die Personen sich ändern, sondern weil die Personen sich ändern. Weil viele Firmen werden ja nicht mehr fliegen. Und deshalb muss man halt einfach... Oder weniger. Und deshalb muss man sich einfach auch angucken, wie man das Programm weiter strickt, weil die Privatpersonen werden wesentlich mehr werden, die fliegen. Also insofern, ich erwarte von Lufthansa halt wesentlich mehr. Und natürlich, dass Privatpersonen natürlich wesentlich preissensibler sind als eine Firma. Wobei Firmen auch preissensibel sind. Aber du weißt ja selber, wenn du dein eigenes Reisebudget verwaltest, und bei der Firma, dann würdest du ja eher ein 3.000, 4.000 Euro Ticket kaufen, als wenn du es privat kaufen würdest, wenn du es 2,5 kriegen würdest. Ja, vor allen Dingen kommt es ja auch immer darauf an. Manchmal bist du ja darauf angewiesen, relativ kurzfristig zu buchen. Manche Dinge lassen sich im Geschäftsleben ja auch nicht planen. Und dann musst du halt nehmen, was angeboten wird. Und naja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Je kurzfristiger in der Regel, desto teurer. Also insofern... Die Geschäftsfliegerei lässt sich ja oftmals nicht, klar gibt es auch Termine, die man Monate voraus planen und buchen kann, aber oftmals halt nicht. Und daran verdienen die Airlines oder haben die Airlines ja auch gutes Geld verdient. Wenn es heißt, du morgen nach New York oder übermorgen musst du in Bangkok sein. Ja. So ist das halt. Ne? Ja, also wie gesagt, Sie müssen halt einfach schauen, was da passiert. Wichtig an dieser Stelle ist, wir wollen eure Meinung wissen. Schreibt einfach unten in die Kommentarspalte, was ihr von der Lufthansa erwartet, welcher Meinung ihr da seid. Das ist spannend, wenn ihr uns da nochmal in Szene setzt. Dann gab es noch was Lustiges als Thema. Die pünktlichsten Airlines der Welt. Und es waren auch Fluggesellschaften, die wir kennen dabei, ne Mario? Was? Da waren Fluggesellschaften dabei, die wir kennen? Ja, an Rang Nummer 7 Austrian Airlines. Ach so, so kleine, ja. 89,6% bei 42.700 Flügen, Rang 7 bei den pünktlichsten Fluggesellschaften der Welt. Dann Eurowings war schon an Nummer 8 bei, war an Rang 6 mit 89,7% mit 46.500 Flügen. Aber ansonsten keiner von der Kranich-Gruppe, ne? Also da war Aeroflot besser, da war Norwegian besser, da war Express besser und die pünktlichste Airline war die All Nippon Airways. Tja, das sind sie auch im Zugverkehr, die Japaner. Also insofern setzt sich das durch. Mich wundert halt, dass so eine Billigfluggesellschaft wie die Vueling, die du ja erwähnt hast, auch dabei ist. Also die haben ja grundsätzlich einen schlechten Ruf, also die Billigflieger. Aber sie kommen zumindest pünktlich, ne? Das ist richtig. Also insofern sind sie pünktlich, aber sind ja auch gezwungen, pünktlich zu sein, um die Kostenstruktur niedrig zu halten und immer schnelle Umkauf zu haben. Aber ich finde die Vueling, das ist auch so ein Geschwür, genau wie Ryanair. Aber da habe ich ja heute auch meine warmen Worte gelassen. Also da empfehle ich die Frequent Traveler TV Take-Off-Sendung von heute. Da habe ich ja das Verlassen von Frankfurt.
ich will nicht sagen gefeiert, aber ja, durchaus kommentiert. Ja, dann ein Punkt, den wir auch noch haben, das sind diese Leerflüge. Also nicht nur, dass Lufthansa diese 80.000 Leerflüge machen soll, sondern auch Brussels Airlines muss 3.000 Leerflüge machen. Ich habe das heute auch in der Take-Off-Sendung gesagt. Ist das jetzt ein Problem, dass die Leerflüge stattfinden? Sind die Leerflüge so ein Problem? Weil sind sie wirklich Geisterflüge, die leer sind? Oder sind das halt Flüge, die Lufthansa einfach mit Billigtickets füllt und trotzdem Geld macht und damit dann keine Leerflüge sind? Was sagst du dazu? Ja, also das Problem ist, sobald Passagiere an Bord sind, brauchst du natürlich auch erhebliches an Personal mehr. Solange dass der Flieger tatsächlich komplett leer ist, brauchst du halt zwei Piloten, die vorne sitzen und das war's. Und den ganzen Kladderadatsch am Boden natürlich. Aber mehr halt nicht. Die Frage ist, ob da eventuell ein bisschen Fracht reinkommt. Aber ich finde die Idee, billige Tickets zu verscherbeln, gar nicht oder zu verkaufen, gar nicht so schlecht. Aber das muss sie natürlich am Ende auch rechnen. Gut, oder plus minus null. Hauptsache man macht keine Verluste. So nach dem Motto, hier komm, hast du 10 Euro für ein Spritgeld und nimm mich mit. Ne? Ach, ich weiß es nicht. Man muss da in dieser Pandemie überhaupt einen Sinn macht. Dass sie unter normalen Umständen Sinn macht, da gibt es ja überhaupt gar kein Vertun. Aber ob die EU da nicht hätte auch in diesem Pandemie-Jahr noch irgendwelche anderen Regelungen hätte treffen können. Ich weiß nicht. Ich finde es etwas merkwürdig. Ich in meinen Augen finde es auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig, dieses Rumgeheul. Und ich hatte das ja heute auch gesagt im Vergleich zu ACI Europe, die ja als Flughäfen natürlich eine andere Sichtweise haben. Und ich sehe auch... Natürlich. Ja, logisch, die verdienen ja Geld damit. Aber wir haben ja auch gesehen, welche Lobbyarbeit gerade die großen Fluggesellschaften in Europa machen können. Weil wenn man sieht, dass in den Ländern, wo die Fluggesellschaften groß sind, nochmal namentlich war es ja Air France, KLM mit Holland, Belgien. Ich zähle Belgien immer noch zum Einzugsgebiet für KLM oder in eine andere Richtung für Air France. Mit Frankreich dann Air France, Deutschland die Lufthansa, bis auf Iberia in Spanien, war das Land ja für Qatar Airways offen. Und die Emirates fliegt ja auch zum Beispiel von Barcelona aus weiter nach Mexiko. Also insofern, ja, daran sieht man, wie diese Lobbys funktionieren und da funktionieren sie sehr, sehr gut. Und der Nachteil an der Lobby ist halt wie immer, wenn es eine große Lobby gibt, dann ist der Preis für uns als Konsumenten teuer. Und da müssen wir halt ehrlicherweise aufgebrochen wird. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch die Fluggesellschaften schützen. Und ja, schwierige Sache. Auch hier können wir den Leuten nur empfehlen, die Kommentarfunktion, ne Mario? Ja, würde ich auch sagen, kommentiert mal, was ihr davon haltet. Es ist auf jeden Fall ein schmaler Grat, da gibt es überhaupt kein Vertun. Ja, dann wollen wir auch schon ein Ende wieder machen. Warum? Weil wir sind hier schon bei fast 25 Minuten. Mario ist müde, er ist ja quasi eben aus dem Flugzeug ausgestiegen. Und so ist es. Ja, also insofern muss er jetzt auch gleich Matratzenhorchdienst machen, es ist bei dir ja auch schon dunkel. Bei mir ist es schon dunkel, ja, aber bei dir auch. Ja, ich bin in Berlin, ich bin ja nicht so weit weg von deinen Gebieten. Auf jeden Fall, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV, Lufthansa Group Update. Heute so ein bisschen, ich sag jetzt mal, rantiger unterwegs mit den beiden Themen zumindest, was Lufthansa machen muss. Und insofern, danke, dass ihr dabei wart, kommentiert, abonniert, Glocke an und liked, egal in welcher Reihenfolge. Es sind aber immer 4 Dinge, die ihr machen müsst. Also insofern danke, dass ihr da wart und bis bald. Ciao.